Ein junger Student kommt zu mir, offensichtlich ein bisschen aufgeregt, sich unwohl fühlend mit der Situation und muss mit mir das sogenannte Reflexionsgespräch machen. Das ist bei uns an der THM für den Informatikstudiengang an einigen Stellen verpflichtend, um überhaupt die Prüfung ablegen zu können. Er sitzt da also, ich schaue mir seinen Notenspiegel an. Er hat recht gute Noten, zum Teil ausgezeichnete Noten, kleine Ausreißer, aber eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Bis mir auf einmal auffällt, dass er eigentlich im 7. Semester ist und seine ganzen Noten und Fächer gerade aufgestockt hat, so jetzt dann mit Abschluss des Semesters die ersten 3 Semester eigentlich erst fertig hat. Und da frage ich ihn, woher das kommt, ob er das erklären mag, dazu was erzählen mag. Und er druckst so rum, er würde arbeiten nebenher. Und wie sich dann so rausstellt im Laufe des Gesprächs, hat er Angst gehabt, dass ich ihm, wenn ich das entdecke, dass er so lange braucht mit seinem Studium, um überhaupt voranzukommen, ihm verweigere, wie in aller Welt sollte ich das tun, jemanden verweigern, weiter zu studieren. Aber das sind jedenfalls seine Ängste, mit denen er da sitzt. Und als wir dann anfangen, so ins Gespräch zu kommen, als er dann ein bisschen locker wird, erfahre ich interessante Sachen. Dass er bei seiner Mutter, die hat eine Bäckerei, da mitarbeitet und völlig happy ist mit ihr, da zusammenarbeitet. Und natürlich dadurch, dass er dauernd dort beschäftigt ist, verzögert sich sein Studium. Aber er studiert das, was er studiert, wenig zwar, aber das studiert er fleißig, mit Eifer, sehr konzentriert und schließt eins nach dem anderen ab. Trotzdem plagt ihn eine gewisse Zukunftsunsicherheit. Er weiß nicht, was die Zukunft für ihn bringen soll und wird. Und als wir dann weiterreden, merke ich einfach, es geht nur um diese Entlastung. Er hatte eigentlich 2 sehr schöne Perspektiven. Er kann bei seiner Mutter in dem Betrieb eine Ausbildung machen und er kann das Studium fortsetzen und dann eines Tages Bachelor in Informatik haben. Der Punkt ist nur gerade, er überlastet sich vielleicht mit dieser Idee, beides gleichzeitig zu machen. Und das muss er aber alles so selber für sich entscheiden. Wir haben nur darüber gesprochen, über die Optionen, die man haben kann. Man kann das nacheinander machen, also zum Beispiel erst eine Lehre machen, dann hat man schon einen Beruf, das Studium auf Eis legen, danach das Studium machen. Dann sind die Lehre vielleicht 2, 3 Jahre, gehen dafür ins Land. 3 Semester hat er schon, dann nochmal 2 Jahre fürs Studium. Heißt, nach 5 Jahren hat er beides, eine Lehre und einen Informatikabschluss. Und wer weiß, wofür das gut ist, dass man das eines Tages kombinieren kann. Oder er entscheidet sich nur für die Lehre, skippt die Informatik, obwohl ich schade natürlich drum fände. Oder er macht die Informatik und genießt einfach die Zeit, die er zusammen hat mit seiner Mutter in der Bäckerei, dort zu arbeiten. Und das ist alles auch gut so. Aber warum sich eilen und hetzen? Wenn Sie noch so jung sind, behalten Sie sich das Recht vor, Pläne zu haben. Behalten Sie sich auch das Recht vor, Ihre eigenen Studienpläne zu entwickeln. Die Vorstellung, die ich auch als Dozent habe, wie gut Sie in einem Fach sein sollten, das sind meine Ansprüche, aber das ist nicht das, was Sie möglicherweise mit Ihrem Leben vorhaben. Es kann sein, dass ein Fach wie Softwaretechnik, was mich begeistert, oder Programmieren oder Grundlagen der Informatik, für Sie nicht den Stellenwert hat, weil Sie andere Dinge für Ihre Zukunft vorhaben. Vielleicht haben Sie die auch noch nicht vor und wissen noch nicht, aber so ist gerade Ihr Status quo. Nehmen Sie sich das Recht raus, für sich die Entscheidung zu treffen, für sich Pläne zu machen und haben Sie nicht so viel Angst davor, dass Ihnen Dozenten irgendwas verbieten würden. Sowas kommt, wie ich das mitkriege, eigentlich nicht vor. Es ist eigentlich mehr das Ding, dass Sie vielleicht manchmal nur die Erlaubnis brauchen, Sachen zu tun, weil Sie im Kopf so eine kleine Sperre haben und denken, das müsste man so machen. Also nehmen Sie sich die Freiheiten raus, studieren Sie mit Spaß und manchmal ist es nur entscheidend, für sich einen kleinen Plan zu haben, wie man vorankommen möchte. Wenn Sie Vorschläge haben für Themen, Kommentare, mich mit neuen Ideen, Anregungen versorgen wollen, gerne unten in den Kommentarbereich.